Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um die Starterbatterie. Wie wird diese geladen? Zu wie viel Prozent wird diese geladen? Was ist voreingestellt? Wie können wir den Parameter ändern, um gegebenenfalls Start-Stopp zu verbessern oder überhaupt zu aktivieren? Und alles, was sonst mit der Autobatterie zu tun hat. Zumindest mal in einer sehr, sehr kurzen und kompakten Form. Ja, falls euch diese Themen interessieren, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Ist komplett kostenlos für euch. Vielleicht schaffen wir irgendwann mal zusammen die 10.000 Abonnenten. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Okay, fangen wir an. Die Starterbatterie. Als erstes ist es so, es gibt unterschiedliche Batterien. Es gibt die normale Standardbatterie. Dann gibt es die sogenannte EFB-Batterie. Das ist eine verbesserte Batterie der Standardbatterie, und dann gibt es nun die sogenannte AGM-Batterie. Die AGM-Batterie ist somit das Luxusprodukt an Batterien, was es aktuell so gibt. Unser Ford Focus hat eine sogenannte EFB-Batterie. Die EFB-Batterien sind für die Kompaktklasse entwickelt worden, sowie auch für die Mittelklasse entwickelt worden. Und die AGM-Batterie, die wurde entwickelt für die, sag ich mal, die obere Mittelklasse und die Luxusklasse. Die hat wirklich ganz viele Sachen drin, hat ganz viel Elektronik und. Ford hat sich dafür entschieden, die EFB-Batterie zu verbauen. Das ist quasi, ja, die goldene Mitte. Und wir versuchen jetzt mal zusammen herauszufinden, wieso gegebenenfalls Start-Stopp nicht funktioniert und wie wir das Ganze im ersten Schritt beheben können. Ich habe dazu schon mal Videos gemacht, verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. Video Nummer 1 ist, dass natürlich das BMS entsprechend funktionieren muss. Schaut euch einfach das Video an. Punkt Nummer 2, der neue Sensor, wenn ihr denn einen bekommen habt, muss natürlich dann auch angelernt werden. Hier, zweite Video. Hier hat meine Werkstatt hier tolle Arbeit geleistet. Nach dem Verbau des BMS funktioniert Start-Stopp bei mir bestens, ohne Probleme. Ja, einfach klasse gemacht, muss ich sagen. Wenn denn jetzt der Tausch des Sensors nichts geholfen hat, das Anlernen oder Resetten des Sensors nicht zum Erfolg geführt hat, dann gibt es noch eine dritte Option. Und die könnt ihr euch anschauen für diejenigen, bei denen Start-Stopp funktioniert. Damit könnt ihr noch ein paar Meter einstellen, wo das Start-Stopp-System vielleicht ein bisschen besser, länger funktioniert. Wie immer müsst ihr das selber entscheiden und wie immer auf eigene Gefahr. Ja, von welcher Option rede ich? Es geht um die Option, wie stark die Batterie geladen werden soll vom System her. Hier habe ich unterschiedliche Aussagen bekommen von anderen Focus MK4-Fahrern. Bei dem einen war es 70% eingestellt von Werk aus, bei dem anderen 75% und bei mir waren es 80%. Also die Batterie wird immer nur zu 80% geladen und es gibt noch 20% an Sicherheit oder Puffer oder wie immer ihr das Ganze nennen wollt. Das Ganze kann man natürlich abändern, nur über die Foreskin-Software mit den Bordmitteln nicht machbar, wie zum Beispiel das Anlernen des Sensors, das ist ja mit den Bordmitteln machbar, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Und ja, das Ändern der Ladung oder wie stark die Batterie geladen werden soll, ist nur über die Foreskin-Software machbar. Wir verbinden uns also mit der Foreskin-Software und mit unserem Auto, gehen dann ins BCM, suchen entsprechend die Einstellung. Wie ihr seht, gibt es dort zwei, drei Parameter, die man hier einstellen kann. Die lassen wir alle so, wie sie sind. Und die Einstellung mit 80%, die ändere ich jetzt mal ab auf 90%, schreibe den Wert rein und speichere ihn somit ab. Jetzt wird die Batterie nicht nur zu 80% geladen, sondern zu 90%. Das stellt sicher, dass halt Start-Stopp länger funktioniert und nicht nur bis die Batterie bis 80% geladen wird und dann, nachdem Start-Stopp seine Arbeit verrichtet hat, die Batterieladung vielleicht ein bisschen runtergeht, dann wieder aufhört zu funktionieren. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt. Ja, abseits dessen ist es natürlich auch so, in Kombination mit Winter, also kaltem Wetter,
kurzen Fahrten, also Kurzstrecken, oder aber das Auto steht mal längere Zeit, weil ihr vielleicht 2-3 Wochen von zu Hause aus arbeitet, Corona-bedingt oder auch nicht Corona-bedingt, dann wird natürlich auch die Batterie da in der Zeit nicht geladen. Und dadurch, dass natürlich die ganzen Verbraucher noch im Hintergrund laufen, verliert ihr natürlich auch ein bisschen an Ladung. Aber vor allem die Kombination Winter und Kurzstrecken, das führt oft dazu, dass Start-Stopp einfach nicht funktioniert, weil die Batterie es einfach nicht schafft, voll geladen zu werden. Hier hilft ein Ladegerät natürlich, ein externes Ladegerät. Ich habe da ganz viel recherchiert, verschiedene Hersteller in Erwägung gezogen, von bis, also von A bis Z, alles mal durchleuchtet und nachgeschaut und habe mich dann für einen Hersteller entschieden. Ich will nicht sagen, dass es jetzt das Nonplusultra ist, dass es der beste ist, auf gar keinen Fall. Das ist eigentlich nur für mich die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe mich für einen Hersteller dann im Endeffekt entschieden, weil er 2 Ladegeräte angeboten hat, die in Betracht gekommen sind. Der Hersteller nennt sich C-Tech und er bietet 2 Ladegeräte an, die eigentlich für unser Auto gedacht sind. Das eine ist das C-Tech CT5. Start-Stopp. Das ist extra entwickelt worden für Batterien mit Start-Stopp-System, also genau wie für unser Auto gedacht. Das ist super easy in der Handhabung. Man hat nicht oder fast keine Option. Man schließt es einfach nur an. Das Ladegerät macht alles selbst, erkennt die Batterie und lädt dann die Batterie, egal ob jetzt EFB oder AGM-Batterie. Das wäre eigentlich der ideale oder das ideale Ladegerät gewesen. Verlinke ich euch unten, wie immer, auch in der Videobeschreibung. Wieso habe ich mich denn für ein anderes Ladegerät entschieden? Ich habe mich nämlich für das C-Tech MXS 5.0 entschieden. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und der Grund war ein ganz einfacher. Ich habe die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Ich habe nämlich auch ein Ladegerät gesucht, was für mein Motorrad oder meine Motorradbatterie geeignet ist. Das CT5. Start-Stopp, kann mit kleinen Batterien nicht umgehen. Und somit habe ich mich für das MXS 5.0 entschieden. Das kann nämlich auch mit kleinen Batterien umgehen, also auch mit Motorradbatterien umgehen, kann aber auch mit AGM-Batterien umgehen. Und ja, dieses Ladegerät ist es geworden. Hat auch den Vorteil, dass es einen Rekonditionierungsmodus hat. Falls die Batterie also schon sehr, sehr leer ist oder tiefenentladen ist, kann das Ladegerät die Batterie nochmal zum Leben erwecken. In der Handhabung super einfach. Stecker einstecken, die 2 Klemmen an die Autobatterie anklemmen, den entsprechenden Modus auswählen. Also hier bei uns laut Handbuch ist es so, dass es halt der PKW-Modus ist, ganz normal, also nicht diese AGM-Option, sondern ganz normal der PKW-Modus ist. Und dann, wenn man das Ganze eingestellt hat, schließt man einfach dieses Kabel mit diesem schönen Stecker hier zusammen. Und dann fängt das Ladegerät an, auch seine Arbeit zu verrichten. Ihr seht die LEDs unten. Es gibt einen Schritt 1, da wird zuerst mal überprüft, was für eine Batterie es ist, wie ist die Ladung der Batterie und. Schritt 2 oder Punkt 2 ist es so, dass halt das Ganze sanft gestartet wird, nennt sich dann Softstart. Im Schritt 3, wo jetzt hier mein Ladegerät sich befindet, ist es so, dass er mit voller Leistung die Batterie lädt. Dann gibt es einen Schritt 4, wo er die Leistung wieder ein bisschen abschwächt und dann die Batterie bis 100% lädt. Und dann im Schritt 5 ist es die Ladungserhaltung. Dann ist die Batterie vollgeladen, zeigt er euch dann an und dann wird nur noch die Batterieladung erhalten. Super einfach in der Handhabung, wie ihr seht. Man kann auch nichts falsch machen, ist auch verpolungssicher. In der Anleitung sind natürlich noch weitere Hinweise angegeben, ob man es jetzt direkt an die Batterie anschließt oder Pluspol an die Batterie und Minuspol an die Karosserie. Auch dort alles hinterlegt bzw. beschrieben. Und ja, ich kann euch nur dieses Ladegerät empfehlen. Falls ihr auch ein Motorrad habt oder kleine Batterien damit laden wollt oder halt diesen Rekonditionierungsmodus haben wollt, dann würde aus meiner Sicht ich euch empfehlen, das MXX 5.0 zu holen. Wie gesagt, verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung oder auf meiner Internetseite. Wenn ihr diese Funktion gar nicht braucht und sagt, ich will es nur anschließen, das Ding soll laden, dann wäre das CT5 Start-Stopp vielleicht eine Option für euch, weil das schließt ihr wirklich nur an und alles andere macht das Ladegerät. Ihr habt ja auch keine weiteren Optionen, die ihr dort einstellen könnt.
wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bleibt vor allem gesund. Das ist aktuell das ganz Wichtige oder Wichtigste aktuell. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.